Mahlzeit und willkommen in Köln. Gefühlt in meinem WLAN-Netz von zu Hause aus. Also okay, Nachbarschaft ist sehr wohlklingend hier, aber das ist ja nichts Neues. Es hallt hier auch noch ein bisschen, das ist noch nicht der Endzustand. Da unten liegt ganz viel Dämmmaterial, was hier an die Wände kommen wird. Wahrscheinlich auch hier hinten. Oder ich belasse es einfach bei diesem Mauerdesign. Ist Zukunftsmusik. Gegenwartsmusik ist, ich habe angefangen zu gucken, wie ich hier Mikros separat aufgenommen kriege, also Multitrack. Was OBS ein bisschen verkompliziert, aber auch da überlege ich mir eine Lösung, dass wir in Zukunft hier ein bisschen was starten können. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt für nächstes Jahrzehnt. Das eine ist, komplett Amok zu laufen mit dem ersten FC Baum, also meinem Solo-Scheiß. Gleichzeitig aber auch etwas zu gründen, was ich den zweiten FC Baum nenne, was Cover-Scheiß ist. Da bin ich gerade in den allerersten Gehversuchen, mache ganz sporadische Alpha-Demos. Vorher wollte ich ganz gerne noch ein Demo aufnehmen. Ein wie immer sehr rudimentäres. Kennt ihr sicherlich noch. Das ist alles noch nicht so ganz endgültig hier. Ich habe noch das ein oder andere Ding bestellt. Is any object we don't understand always called a thing? Habe mich entschlossen, dass nach vielen, vielen Jahren meine Toms endlich wieder Resofälle drunter kriegen. Weil das ja alles noch nicht endgültig ist, kann ich das ja auch als gepremixtes Schlagzeug aufnehmen. Es sind ja nur Demos gerade, ne? When do we want it? Stay tuned. Später. Ich habe auch vor, eine zweite Single zu releasen, auch mit einem Musikvideo, was ich ausnahmsweise nicht alleine selber machen werde, sondern da werde ich mir Hilfe suchen. Valentinstag, ich will nichts versprechen, es soll natürlich auch ein paar Bonustracks dazu geben. Dann bin ich drauf und dran, eine Plattform zu suchen, wo ich das Album danach, namens das Album danach, für Produzenten irgendwie veröffentlichen kann als Multitrack, also Multitrack, damit ihr mich auch ordentlich remixen oder demixen könnt oder mich vor YouTube kacken könnt. Ich dachte, ich wäre da schlau geworden, aber die sind irgendwie klobig und funktionieren nicht so ganz. Ich habe da mal hingeschrieben, vielleicht antworten die ja noch vor Weihnachten. Wenn nicht, suche ich mir einfach was anderes. Dann bin ich drauf und dran, mir endlich in Kickstarter und Patreon und Schieß mich tot und wie sie nicht alle heißen, drauf zu schaffen, dass man mich halt auch finanzieren kann, weil ich dieses Jahr es erstmalig durchgezogen habe, sämtliche musik-relateden Einnahmen und Ausgaben in eine Excel-Tabelle zu schreiben. Zum Bleistift habe ich mir einen Laptop zugelegt, jetzt am Black Friday, weil immer mit einem Tower-PC unterwegs zu sein, das ist einfach viel zu, weißt schon, so fief. Mähen. So, moin nochmal. Draußen ist offenbar richtiges Hurenwetter, so wie sich das anhört. Drin ist zum Glück alles dicht. Ganz feierlich werde ich jetzt das erste Mal ever hier in diesen Räumlichkeiten Gesang aufnehmen. Dazu habe ich mir einen ganz besonderen Song ausgesucht. 'Cause we are gonna be. Forever you and you, always keep it flying high in the sky. Forever. 2 minus. Also für die erste. Wir nehmen noch auf? Jawohl, wir nehmen noch auf. Ah, cool. Das ist das erste Mal, dass hier wirklich Dinge laufen. Die ersten Male, die ich hier war, waren im Wesentlichen Aufbau und Austesten. Ah, fühlt sich das gut an. Oh Mann. Also mindestens bei dem Song wird der Schürrle mitspielen. Okay, das wird jetzt hohe Kunst, ja? Ach scheiße, dafür habe ich mir einen Ablauf aufgeschrieben, weil den Zettel habe ich nicht bei da. Muss ich mal einen Lockvogel spielen. Läufst du noch? Ach, du läufst. Ach, wie geil. Sagen wir, es war erhörbar, erkenntlich, dass ich das erst seit heute singe. Also seit gerade. Also seit jetzt im Grunde. Okay, alle anderen Texte müsste ich mir kurz ergoogeln. Oh, jetzt habe ich gutes Internet auf einmal. Hier, genau hier habe ich gutes Internet. Muss ich mir da in den Boden stanzen? Schreiben. And maybe I'm too good for you. Okay, danach kommt die Bridge da noch. Aber nicht viel großartig Neues. Okay, gut. Gut zu wissen. Ich nehme vorher noch einen guten Schluck Früchtetee. Heiße Liebe, Himbeer, Vanille und dann Kilo Zucker drauf. Do you really live a life of love?
wrong. And I don't need you anymore. And I don't need you anymore. And I don't need you anymore. Ganz kurz nur, dass ihr das nicht in den falschen Hals kriegt, ne? Also ich habe hier schon seriöse Sachen vor, nur dafür müsste das Schlagzeug komplett sein, ne? Wie gesagt, ich habe ja noch Sachen bestellt und wenn ich damit schon anfange, mit den Sachen noch nicht, und dann mache ich damit weiter mit den Sachen dann doch, kann ich gleich bei Null anfangen. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht, sondern erst, wenn ich hier alles beisammen habe. Übrigens habe ich hier auch noch so eine Liste, da habe ich vor, Drummer für zu basteln, so. Die dann aber praktisch wie Lego-Bausteine sind. Das heißt, ich habe da so meine Blöcke von 2-3 Songs am Stück. Und dann kann ich mir daraus dann jeweils eine 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten Setlist bauen, je nach dem, was dann gewünscht sein wird. Wenn ich mich dann endlich um Konzerte kümmere und dann mit Sicherheit auch welche spielen werde, weil ich bin ja nur einer, ich fresse nicht für 3 oder 4 oder 5 oder 7. Alter, das ist buchstäblich eine gequirlte Charge. Believe in life after love. I can feel something inside me saying, I read it up and you're strong and I know. Do you believe in life after love? Oh, I can feel something inside me saying, I read it up and you're strong and I know. Okay. Fürs Erste. Deswegen heißt es Alpha-Demos. Ihr wisst das ja, ihr kennt das Spiel. So, und dann sage ich hier Sachen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Chillig, Fraf. Und eigentlich könnte ich da voll vorspulen, weil die Playlist geht bis 20 und die Videos sind gar nicht mal privat. Lol. Das ist Kunst. Vielleicht. Ich weiß, ich kenne mich damit nicht aus. Hier steht ein Holztisch, hochkant. Der lebt gefährlich im Proberaum. I need lyrics to klarkommen. Ein Holz, ein Glastisch. Oh Mann, also ein Holztisch, ein Dich mit Glasplatte. Sind wir hier im Rheinland gekommen, wie Gachteln auf dem Dich. Ja, und dann, ich habe das auch noch gar nicht getestet, wie das aussieht mit Beamer auf Banner. Aber ich glaube, jetzt hat es verloren. Schön ist was anderes. Aber schön muss ja auch nicht sein. Funktionell muss sein. Ja, dafür brauche ich nicht nur Resofelle, sondern auch die Spannreifen. Ich habe noch einen übrig von vor vielen, vielen Jahren. Allerdings für die kleinste Tom. Die benutze ich gar nicht. Die steht da unten und fängt so diverse Kabel auf, damit die dann nicht so quer in den Raum. Genau. So, übrigens das erste Mal gleich, dass ich hier pinkeln gehe. Wünscht mir Glück. Kann ich, glaube ich, zu Hause mit rumspielen. Hm. Einfach nur, damit OBS da auch ein Signal kriegt, weil... Ja. Komplifiziert. So, Fief, Frarf. Oh, ich bin sehr erleuchtet. Tschüss!